10 Leprakranke werden geheilt. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages traf Jesus 10 Männer, die Lepra hatten. Lepra war damals eine weit verbreitete Hautkrankheit. Man erkannte Leprakranke an schuppiger Haut und offenen Wunden. Weil die Menschen Angst hatten, sich anzustecken, wurden Leprakranke in der Regel aus den Städten und Dörfern vertrieben und die Leute hielten Abstand von ihnen. Sie blieben etwas von ihm entfernt stehen und baten ihn: Jesus, hilf uns! Jesus sagte: Geht ins Krankenhaus und lasst euch untersuchen. Als sie auf dem Weg dorthin waren, wurden sie alle wieder gesund. Einer von ihnen war so begeistert über seine Heilung, dass er laut anfing, Gott dafür zu danken. Er ging zurück zu Jesus und bedankte sich überschwänglich. Er gehörte nicht einmal zum jüdischen Volk. Er war ein Ausländer, ein Samariter und hatte eine andere Religion als Jesus. Habe ich nicht 10 Leute geheilt? Wunderte sich Jesus. Warum sind die anderen 9 nicht hier, um Gott für ihre Heilung zu danken? Zu dem Mann aber sagte er: Dein Vertrauen auf mich hat dich gesund gemacht.